Uhu, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sons of the Forest. Hi Kevin, na, kommst du gucken, wie hier fleißige Leute arbeiten? Und ich habe mir gedacht, wir bauen einfach eine Treppe. Es ist doch egal, bauen wir doch einfach eine Treppe. Zumal wir jetzt unseren Greg haben, da werden wir uns jetzt mal genüsslich mal ein Schlückchen gönnen. Dann hacken wir uns mal ein paar Bäume um. Der Kälbe kann uns leider dabei gar nicht helfen, weil ich nicht weiß, was ich ihm beauftragen soll. Aber ich könnte hier die mal abbauen, weil wenn wir gleich die Treppe hoch haben, brauchen wir unsere Behelfsregel hier nicht mehr. Die können wir gleich verwenden. Ups. Eigentlich reicht es schon, fällt mir auf. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja, ich glaube, ich mache das lieber so. Das ist mir lieber. Eins, zwei. Aber wir sind viel zu hoch. Wir sind schon viel zu weit. Glaube ich. Hier geht's los, ne? Nee. Wir können ja schon schräg gehen jetzt. Eigentlich. Na, dann ist es ja eine schnelle Sache. Jetzt müssen wir auch mal gucken, ob, bleib doch mal liegen. So. Ob wir hier mal schnell unten eine Stufe vorsetzen können. Ja, das geht. Wunderbar. Wunderbar. Ja, geil. Ja, geil, geil, geil. Dann sind wir 0,x oben. Das geht schnell. So, jetzt ein paar Bäumchen. Jetzt lass mal den Greg voll zur Entfaltung kommen. So. Nummer 1. Nummer 2. Oh, ich glaube, du bist nur ein Astbäumchen, ne? So, ich glaube, es sollte erstmal ein bisschen reichen hier mit Holz. So, schmeißen wir uns das alles mal ein bisschen vor. Dann müssen wir nicht so weit rennen. So, das kann hier alles vorne am Stein liegen bleiben. Da. So, und damit ihr mir hier nicht abhaut. So, eine Befestigung. So, waren hier noch welche? Ich glaube nicht mehr, ne? Hier müssten wir eigentlich alle weghaben. Vielleicht sind welche runtergekullert, das kann sein. Hier ist einer. Aber sonst eigentlich nicht. Super. Dann können wir jetzt Stufen legen. Nee, den brauchen wir da nicht. Den brauchen wir da nicht. So. Ah, ich höre schon wieder jemand. Da kommt uns jemand besuchen. Ah, am Fluss. Ich habe ihn gerade gesehen. Am Fluss ist er. Ja, das ist doch was geil.
Das ist doch was geil. Ich würde sagen, eigentlich kann man wirklich Tatsache dann auch die Treppe direkt hier ansetzen. Wieso nicht? Lass mal hier mal einen hochbocken. Du und du. Eigentlich hat man vorhin nur gesagt, wegen dem Loch. Hier mit dem Seil, ob das jetzt geht, wegen dem Hoch und Runter. Aber das ist jetzt egal. Wir haben jetzt eine Außentreppe. Eigentlich können wir das Seil sogar wegnehmen, sparen wir uns ein Seil und könnten die Luke umzumachen. Ach so, da ist ja nach vorne, muss ja auch noch einer hin, ne? Hier. Da. Ah, ich habe echt Panik, runterzufallen. Das tut bestimmt weh. So, einer liegt hier noch. Dann sollten wir uns mal noch ein paar hacken. Mal, wir gehen mal hier rein ins Wäldchen. Oh, ein Hit. Geil. Der war Glückstreffer. Jo, Kelvin, was geht, mein Bester? Alles fit im Schritt, oder wie? Ja, hast Panik, oder was ist los? Irgendwo plumpst schon wieder irgendwas ins Wasser, ey. Nicht, dass mir wieder irgendwelche Baumstämme durch den Boden durchdritschen hier. Das kenne ich doch schon. So viel habe ich mir gehackt. Uiuiui. Uiuiuiui. Können wir alles gar nicht verbasteln. Müssen wir vielleicht mal ein Baumstammlager bauen. Ich dem Kelvin sagen, der soll mal die ganze Scheiße da reinschmeißen. Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Mal hier Lager. Baumstammlager. Sagen wir mal, wir wollen das Baumstammlager hier dran haben, so. So. Und ein zweites machen wir auch noch. Da hat er zwei Stück, kann er zwei Stück voll machen, hat er erstmal was zu tun. Dann fühlt er sich auch wieder ein bisschen wichtig und ein bisschen gebraucht. Dass er benötigt wird. Hier mal schnell noch ein paar Stöckis. Oh, was war denn das? Alter. Ich habe doch nur einen Stein weggeworfen, ey. Also das war jetzt gerade schon. Aua, aua. Sag ich nur. Aua, aua. So, zwei Stöcke brauchen wir schnell mal. Aber hier, wir nehmen mal gleich ein paar mehr mit. Wenn wir eh schon mal hier sind. So. Kelvin, Kelvin. Ach, der haut schon wieder ab. Ja, ja. Und warum? Weil Gegner in der Nähe sind. Warum auch nicht? So. Kelvin, bist jetzt bereit zum Arbeiten, bitte? Hol mal bitte Stämme und mach die zwei Behälter da voll. Dankeschön. Wir nehmen uns mal gleich zwei Stück wieder mit. So. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier oben. Hier oben einen drüber. So. Und hier einen hin. So. Fleißiger Kelvin. Fleißiger Kelvin.
Nein, nein, nein. Ich fall runter. Ich fall runter. Warte, ganz vorsichtig, ganz sachte, ganz sachte. Okay, alles gut. Mein Fehler. Nichts passiert. So? Das wird der geilste Absprungturm ever. Und ever, ever, ever. Oh, 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 nein, nein, nein. Ah, ich muss echt aufpassen, ne? Ich bin ja mal kurz vorm Verrecken. Ah, Kelvin macht wieder den Blitzer. Ja, aber Kelvin, hast du nicht was vergessen? Blitzer sind nackig. Nackelig. Ja, der Kleine. Wenn er mal nicht blitzen kann, ist er nicht froh. Hat er denn wenigstens den Behälter gefüllt? Wahrscheinlich nicht mal annähernd, ne? Na gut. Einen hat er geschafft. Danke, Kelvin. Nein, nicht dahin. Da ist falsch. Nein! Oh, 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 oh. Jetzt habe ich noch eine einzige Knochenrüstung. Von all denen, die ich hatte. So Mist. 10 Stück habe ich gehabt, ne? Ah. Ja, so kann man seine Rüstung auch im Wind schießen. Ja, Kelvin, weißt du was? Dann geh doch in den Turm, ey. Dann versteck dich doch im Turm, weißt du? Vor dir rumrennst und einen auf Mimimi machst. Ich habe immer nur Mimimi. Und ich mein Holz halt alleine. So. Jetzt hat er die schon wieder da reingelegt, die Bretter. Ich krieg einen Anfall. Moment. Jetzt bist du im Turm, ja? Okay. Jetzt hat er es kapiert, der liebe Kelvin. Das ist doch mal was. Das lobe ich mir doch. Hahaha. So, klappt doch. Mit ein bisschen Gepummel geht alles. Ist halt eben sehr, sehr genau manchmal. Ich glaube, den kriege ich doch, den kriege ich noch dran. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den kriege ich nicht mehr dran, weil ich jetzt weiter bauen muss da oben. Ey, Kelvin, das reißt ein. Ich brauche Holz, ey. Mein Lieber. Wäre ganz super, wenn du denn doch mal langsam Holz organisieren kannst und nicht wie blöd im Turm gegen die Wand rennst mit der Nase. Achso, halt. Nee, wir müssen erstmal hier. So. Ja, ein Glück, die Grafikruckler haben auch aufgehört, dass es ständig stehen geblieben ist, das Spiel, und ganz komisch mit der Maus, dass der Maus plötzlich eingefroren ist, zwischendurch mal. Irgendwie ist es jetzt nicht mehr groß vorgekommen. Ich habe aber auch eigentlich gar nichts groß umgestellt. Grafikkarten-Update war es auch nicht. Keine Ahnung, woran das gelegen hatte. Nein, nein, nein. Au, 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 au. Ich glaube jetzt, ich habe kein Holz mehr. Kelvin? Ich glaube, das ist, solange die hier im Gebüsch rumkrabbeln, die komischen Buckligen, ne? Solange holt er kein Holz.
Ich muss besser aufpassen hier. Ich kill mich echt selber. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz mal so eine Gesundheitsmischung futtern. So, dann geht das Ding nämlich wieder voll. Oh, guck mal, wir machen Opening. Och. Münzo, Isoband, naja. Gut. Ah, die waren schon mal weniger geizig. So, wir haben noch zwei Mutantenrüstungen. Ich würde die aber ganz gerne auch aufheben eigentlich. Vielleicht müssen wir uns mal wieder ein bisschen um Knochenrüstung kümmern. Seile hätten wir da, Knochen haben wir auch noch auf Vorrat. Wäre eine Idee, sage ich mal. So, hier ist noch ein Stämmchen. Aber den lege ich erstmal hier rein. So. Ach so, das ist gar kein ganzer. Okay. Ja, Kelvin, ich weiß. Weißt du? Ich meine, muss ich mich jetzt drum kümmern oder können wir jetzt bauen? Ich meine, wir sind so gut wie fertig. Wir haben nicht mehr viel. Das schaffen wir noch. Mal, ich mach mal einfach weiter Holz klar. Kelvin, ich hätte dir fast vor die Fresse gehauen, Kelvin. Das war ganz dicht davor, mein Bester. So. Den einen habe ich, Kelvin. Ist noch einer da, Kelvin? Oder können wir jetzt... Ja, er blitzt schon wieder. Okay, jawohl. Ich hab's doch gewusst. Aber wieder keine Ruhe vor euch hier. Also ehrlich mal. Sagt mal. Er ist ein bisschen außer Atem, der Mann. Aber nur ein bisschen. Es war weltbestgeilster Turm, wird es doch hier. Sehe ich doch jetzt schon. Der weltbestgeilste Turm. Ach, Kelvin, was soll man nur mit dir machen? Was soll man nur mit dir machen? Ah, er arbeitet wieder. Sehr schön. Das lob ich mir. Ja, weil ich ihm wieder das Holz schlagen muss, weil er sich hier nicht reintraut, wegen den zwei Idioten, die rumkoppelt sind. Aber die sind ja jetzt nicht mehr. Und deswegen kann er wieder fleißig, fleißig weiterarbeiten. Fleißiger Kelvin. Ich höre schon wieder jemanden, ey. Kann nicht sein. Weißt du, am Carport ist erst gar nichts los, ey. Und komm bis hier mal kurz oben und machst mal ein kleines Bauprojekt. Ich meine, ein wirklich kleines Bauprojekt. Die lassen eigentlich in Ruhe. Gut, ist ja auf einer Seite auch schön. Ich habe mir ein bisschen Action gewünscht, ne? Dass man nicht hier so versauern. So. 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 So, Rest kannst du holen, Kelvin. So, ich würde meinen... Ach, der hat die Lager voll, der Kelvin. Das ist ja ein Bursche, du. Da hat der schon die Lager voll. Ich würde meinen, wir sind auf der Höhe angekommen, die man so akzeptieren könnte mit dem Gleiter. Müsste so hinhauen. Ja, Kelvin, ich weiß, da ist einer. Brauchst du mir doch nicht sagen. Weiß ich doch. Ich habe nur keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So, ein Stämmchen brauchen wir noch. So, fertig. Fertig, fertig. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns eine Seilbahn bauen. Rüber zum Carport. Wo lassen wir die am besten ankommen? Ich würde sagen, genauso hier. Da stört mich denn der Baumstumpf.
Aber das wäre eigentlich schon eine geile Ecke hier. Kann man einfach hier das so verlängern? Oder wir bauen ein eigenes Tor. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. So. Jetzt haben wir auch ein neues. Wir brauchen hier ein Tor. Und dafür machen wir das mal so. So. Und den machen wir genau schön zum Carport hin. So würde ich sagen. Ja, das passt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann holen wir uns mal hier ein Stämmchen, was hier noch rumliegt. Machen wir hier die Seilbahn raus. Ey. Ja, ach so, wieso nicht? Ja, sieht schön aus. Okay, wir haben es doch. Wir haben ja noch welche übrig hier. Oh, wir haben noch eine ganze Menge übrig. Sehe ich gerade mal hier. Vielleicht sollte ich noch ein Lager bauen. Auch ein Baumstammlager. Das sollte man vielleicht in Erwägung ziehen. Ja, machen wir. Machen wir. Machen wir. So. Ja, wieso nicht? Was ist denn mit dem Ding hier? Ich krieg den auch nicht weg, komischerweise. Kann den nicht rausreißen. Irgendwie ist der ganz komisch. Ganz seltsam. Ich würde gern die beiden Querdinger hier weg haben. Kann ich nicht, wenn ich hier einen hier reinsetze, die beiden wegnehmen? Ja. Ne, so langsam durchschaut man das Porous-Prinzip hier. So, den lassen wir offen hier, damit man hier rum kann, so. Richtung Treppe. Kommt ganz geil. Vielleicht machen wir auch, nutzen wir das auch aus, dass der hier ist. Der ist ja weg. Ach so, geil. Okay, weg ist er. Jetzt haben wir wieder unsere Freiheit hier. Sehr schön. Wir machen mal Folgendes. Wir bauen mal noch ein Lager. Ein Baumstammlager. Ein drittes. Lagern die mal hier ein. Weil ich jetzt echt nicht weiß, was man damit jetzt groß machen soll. Die Absprungrampe, die sitzt. Die ist fertig. Die werden wir dann auch schön testen. Versteht sich. Ich überlege mal, wo wir hinfliegen. Einfach auch, wenn wir einen kleinen Rundflug machen Richtung Inland. Ja, Stöcki sammeln mit Baumstamm geht so. So, Stöcki ist voll. Ich habe auch schon wieder ein Lachen gehört. Aber der vorhin geschrien hat, der ist auch nicht gekommen. Also keine Ahnung, was da los ist. Warum kann ich den jetzt hier so komisch ansetzen? Ich will den doch eigentlich hier so mal irgendwo hinsetzen. Einfach. So, genau. Wir machen es ganz anders. Wir legen den uns hin und zwar. Was ist denn hier los? Warum hat er denn diese komischen. Sch ich will ihn noch nicht so machen. Okay, Kelvin, was rennst du denn schon wieder da rum, weißt du? So, ist doch kein Spielplatz hier. So, ja, na gut, Kelvin, weißt du was? Wir gehen langsam zum Carport. Lass uns mal die Seilbahn rüberspannen. So. Nein, jetzt ist er. Nein, jetzt ist er. Nein, bist du doof, ey. Ach Mann, der ist doch doof, ey. Jetzt ist er ins Wasser gehüpft und die Zeit ist abgegangen. Aber ich sehe auch gerade mal, wir brauchen ja eh noch da oben Baumstamm für. Obwohl, das kann man da oben dran tun. Nee, nee. Pass mal auf, wir machen das mal so. Das machen wir hier mit dran. Da.
Nicht, dass uns der hier nachher im Weg ist. Komme ich hier irgendwo runter, ohne auf den Zaun zu springen? Nein! Nein, stimmt ja. Stimmt ja. Ach Mann, ey. Aua, und Stacheln. Nein, stimmt ja. Ah, aua, aua. Aua, aua, ist das alles blöd. Mann. So. Jetzt muss ich wieder hoch. Verdammter Mist. Und alles voller Elektrozaun und Stacheln. Oh, ich muss schon wieder eine Gesundheitsmischung essen, wa? So unmöglich. Vielleicht machen wir den so ein bisschen hier so rüber. Vielleicht direkt an die Ecke, wieso nicht? So. Dann sind wir auf der ganz sicheren Seite und ich gehe mal hier runter. Dann bin ich auch auf der sicheren Seite. wo komme ich denn jetzt hier rüber, ohne abzusaufen? War das hier? Ja, hier war das. Ja, wunderbar. Sehr gut. So, jetzt steht ihm nichts mehr im Weg, hoffe ich. Jetzt steht unser Seilbahn nichts mehr im Weg. Sehr schön. Jetzt haben wir auch keine Seilrutschen mehr. Jetzt müssen wir erstmal nächstes Mal wieder ein paar einpacken. So, gucken wir mal hier. Ja, natürlich der Gleiter, ne? Den stellen wir jetzt hier beiseite. So. Ja. So darf er stehen. Habe ich nichts dagegen. Super, super geil. Macht sich fast besser, wenn der so in der Ecke ist. Dann stoppt er mich auf jeden Fall. Na, hier wüsste ich nicht, ob ich hier durchpfeffern würde. Wäre bestimmt nicht gesund, sag ich mal. So, ja, geiler Absprungturm, ne, meine Lieben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge erwartet uns ein schöner Rundflug über die Bucht. Ne? Mal kurz ein bisschen Ausschau halten. Vielleicht fliegen wir auch mal da oben über das Gelände, wo wir eigentlich Exkursion machen wollten. Und gucken uns das Ganze mal aus der Luft an. Und wenn wir was Interessantes sehen, dann statten wir dem mal einen Besuch ab. Ne? Würde ich sagen. So, Virginia weiß ich nicht, wo die schon wieder rumrennt. Calvin kommt auf jeden Fall da hinten. Der haut sich schon wieder gegen das Ohr. Keine Ahnung. Ist sein neues Hobby geworden, muss man wissen, ne? Muss man ihm auch lassen. Der hat nicht viel im Leben, der Mann. So, und für euch, meine Lieben, würde ich sagen, war es das hier heute gewesen. Ne? Die Falle haben wir immer noch nicht in Aktion gesehen, leider. Kommt noch, ganz sicher. Ne? Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid und schreibt gerne einen Kommi, freut mich immer, drückt auf Like, wenn es gefallen hat. Und seid gerne in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Mich würde es freuen. In der nächsten Folge Sons of the Forest hier. Bis dahin erstmal. Tschüssi.